Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Antimatter Chemistry, zusammen mit den lieben Silence. Ich habe, oder wir haben letztes Mal so rum, die Anlage hier nochmal ein bisschen umgebaut. Sie funktioniert eigentlich auch gut, abgesehen davon, dass sie hängt. Also, die Outputs sind hier viel zu langsam. Also, sowohl bei den beiden als, gut, hier liegt es halt daran, weil wir die Drawer noch nicht haben. Dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, nennen wir es mal so rum, dass wir heute noch mal ein bisschen ausbauen. Und zwar möchte ich gerne den Kram so weit fertig machen, dass in jedem die maximalen 7 Slots drin sind mit Upgrades und danach quasi hier mit einem noch längeren Kabel eine Trashcan. Dass alles, was drüber ist, halt wegkommt. Muss man mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber dafür brauchen wir erstmal ein Signalum, damit wir bessere Servos machen können. Ich habe schon wieder... Warum? Warum habe ich die ganze Zeit Schluck auf? Gut. Wir wollen die... Genau. Signalum Servo machen. Zwei Signalum brauchen wir. Eisennugget, Redstone. Gold ist das nicht so die Welt. Könnten sie auch hier drüber machen. Dann sparen wir uns ein bisschen Signalum. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall machen wir das über Signalum Blend, was eigentlich nur ja, Kupfer ist. Oder wir schmelzen es halt ein. Dafür müssen wir Destabilized Redstone reinpacken, Silber und Kupfer. Sollte also machbar sein. Hier haben wir ein bisschen Kupfer. Hier haben wir noch ein bisschen Silber. Ich nehme mal die Hälfte war das, glaube ich. Das beides kann hier schon mal langsam eingeschmolzen werden. Und dann werden wir hier noch einmal wieder unseren... wo ist er? Hier, Magma Crucible hinstellen. Und der hat sogar noch Strom. Das ist gut. Und der soll jetzt quasi ein bisschen was durchbrennen. Jedoch werde ich da jetzt einfach mal den Furnace Generator mit hinstellen. Und einen Block auf Kohle reinschmeißen. Gut. Dann werden wir hoffentlich langsam... Warum? Achso, der muss natürlich dahin Output geben. Und wir haben hier Destabilized Redstone drin. Ist, ja, dauert halt im Endeffekt Ewigkeiten. Aber da haben wir schon das erste Signal um. Passt also. Vielleicht sollte ich aber nicht das ganze Redstone... Oh, wir haben hier noch genug Redstone. Passt. Gut, dann brauchen wir natürlich sehr viele von den Drawern. Ich glaube, ich werde jetzt... Hier dürfte eigentlich kein Problem sein. Das dürften müssten wir... Das dürften müssten... Was? Alter, was ist mit mir los? Das müssten wir alles einlagern können. So. Das, was daraus kommt, müssen wir auch alles einlagern. Das heißt, eventuell haben wir hier Sachen bei, die wir nicht einlagern können. Ja. Und zwar einen ganzen Haufen sogar. Shit. Das heißt, wir brauchen noch wieder einen ganzen Haufen mehr von den Drawern. Ich hoffe, die 5 Stück reichen. So, Tungsten, Gallium, was auch immer. Mist. War ja klar. Das Problem ist, da wo man sie hinklickt, da gucken die halt hin. Ist halt ein bisschen doof. Na okay, war noch leer. Dann einmal so. Und haben natürlich noch Aluminium. Dann, was ist hier noch drin? Na gut, Silikonoxid 2. Silikon ist hier auch nicht drin. Gut, dann brauchen wir noch 2 Stück. Und noch einmal Silikon. Ja, gut, komm. Machen wir es mal so. Hier, du kriegst das rein. Du kriegst... Ja. So, wir haben Silikon. Das heißt, da brauchen wir noch 3 Stück. Und dann noch einen ganzen Haufen Upgrades. Das wird teuer. So, dann haben wir sogar noch 4 Stück. Stimmt, wir brauchen ja auch noch 4 Stück.
Denn Wasserstoff will ich natürlich auch noch lagern. Einfach, damit wir es halt gelagert haben. Falls wir es mal brauchen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das in naher Zukunft brauchen werden. Aber Schaden tut es sicherlich nicht. Dann wäre jetzt die Idee, dass ich hier quasi überall voll die Upgrades reinpacke. Das werde ich jetzt aber nicht onscreen machen. Das werde ich offscreen machen, weil... Ja, Holz sammeln, Sticks machen, Eisen drumrum packen, fertig. Ist jetzt nicht so die Welt, sag ich jetzt mal. Ist halt nur viel Aufwand, vor allem viel Holzfarmen. Gut, was ich aber definitiv noch machen möchte... okay, der hier hat Strom voll, der hat theoretisch auch Strom voll. Das Problem ist halt, dass der zu viel machen wird. Ich glaube, ich werde hier das einfach abkapseln. Ja. Und dann macht der quasi nur das, was er wirklich machen muss. Und macht nicht mehr. Ja, so sollte es besser sein. Weil ansonsten ist das Problem, dass wir entweder irgendwann keine Kakteen mehr haben, weil das zu schnell verbraucht. Beziehungsweise andersrum halt irgendwann alles mit Zellulose und so weiter voll ist und der Rest nicht arbeiten kann. Aber wie sieht's hier aus? Ein Block, 9 Ingots nur. Ah, komm. Gib ihn. Du schaffst es. Redstone ist drin. 50. Das heißt, noch 2 Stück müssen durchbrennen. Dann haben wir 10 Ingots. Das sind 10 Servos. Sollte erstmal reichen. So, das ist Eisen. Glas. Was wir glücklicherweise gemacht haben. Wie viele Servos brauchen wir? Ich würde jetzt tendenziell einfach sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Stück erstmal. Ja. Dann ist jeder hier mit Signalum-Servo ausgestattet. Sollte dann also hoffentlich klappen. Ich habe doch sicherlich irgendwo noch die Eisennuggets. Ja. Reicht sogar noch perfekt für 5 Stück. Gut geplant, würde ich sagen. Auch wenn es nicht geplant war. Und da muss ich mir auch irgendwie mal Gedanken drüber machen. Hier, komm. Kriegt ihr 64 Sticks. Passt schon irgendwie. Und... Oh, ein bisschen sehr viel von allem drin. Passt schon. Vielleicht muss ich auch einfach die Smeltery oder sowas hier hinten hinterbauen oder die Maschinen umbauen. Also, ich will sowieso demnächst nochmal komplett umbauen und mal vernünftig Strom machen. Nur, ja, ich wollte damit erstmal ein bisschen rumbasteln. Und dann gucke ich demnächst mal weiter. Also, die drei brauchen schon mal 40. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch... 2 bis 3 Generatoren. Ich würde dann tendenziell sagen, ich mache noch 3 Stück. Weil das sollte dann definitiv reichen. Oder? Ja, doch. Das sollte dann reichen. Gut. Das heißt, wir brauchen Furnace Generator. Okay. Das heißt, wir brauchen noch 3 Chests. Haben wir hier noch genau... Ne, eine Chest sogar nur. Wir brauchen 3 Öfen. Das war's eigentlich. Ja. Wow, wenn man alle Materialien da hat, geht das echt schnell. Wer hätte es gedacht? So. Zack. Ich hoffe mal, die laufen dann jetzt auch alle fleißig. Und ja. Freut mich auf jeden Fall. Das Ding packen wir nochmal drüben hin, damit das auch langsam leer gemacht wird. Zack. Einfach, weil wir brauchen es halt für nichts anderes. Von daher kann ich auch hier so machen. Und so. Dann wird das langsam leer gemacht. Okay, wie weit ist das Signalum? Ist fertig. Dann werden wir jetzt hier Signalum-Servos draus machen. Einmal die Wrench. Weg mit dir. Ah, das ist cool, dass man die Dinge auch upgraden kann. Spart man sich die teuren Ressourcen. Also, ich sag jetzt mal, Signalum ist nicht unbedingt billig.
um es so auszudrücken. So, Power, Power. Und gib ihn. Ui. Oh. Ja, ein bisschen schneller geht's, würde ich behaupten. Ganz minimal schneller. Warum geht Oxygen nicht weiter? Ist das... Ne, voll sein dürfte es noch nicht. Warum nimmt er jetzt hier nur Kohle überall raus? Und vor allem, warum immer nur einen einzelnen? Hä? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Oder geht das nicht davon aus, dass er hier versucht, das rauszupumpen, sondern danach, was er hier reinpumpen kann? Das kann vielleicht auch sein. Oder ist Oxygen wirklich voll? Nee. Hä, warum holt er denn hier auch beispielsweise nichts mehr raus? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, ein Teil holt er hier raus, aber irgendwie nicht alles. Also Oxygen holt er hier anscheinend nicht raus. Warum nicht? So, dann machen wir jetzt mal kurz hier die Bereinigung. So. Dann kriegst du hier auch einmal alles los. Wo kommt das Oxygen da jetzt her? Ach. Silikonoxygen, ja gut. Aber man kann hier doch alles reinpacken. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. So, das schmeiße ich mal weg. Passt schon. Warum saugt er das hier nicht raus? Also der ist anscheinend immer noch nicht schnell genug. Und hier saugt er gerade gar nichts mehr raus. Hm. Natrium, Sodiumchlorid. Kann er beides hier reinpacken? Ich bin verwirrt. Ach, jetzt nimmt er was raus. Aber warum so unregelmäßig? Ich verstehe die Teile irgendwie gerade nicht. Also, Extracts from, ja gut, Multiple Slots, das ist ja egal. Extraction Rate 150%. Hm. Ich verstehe nicht, warum man hier beispielsweise jetzt nicht das Oxygen rausnimmt. Weil 0,5 Sekunden sind nach meines Ermessens nach jetzt hier schon lange wieder um. Hier jetzt auch wieder. Hm. Verstehe ich nicht. Warum nimmt er das hier nicht raus? Hm. Gut. Ich bin ehrlich gesagt jetzt ratlos. Wenn ihr Ideen habt, woran das liegen könnte, würde ich mich sehr über einen Tipp freuen. Wir können nochmal eben die Trashcan ranbauen. Kiste, ein bisschen Steine. Ja gut, Steine habe ich jetzt hier nicht mehr, aber hier habe ich noch Steine. Ja gut, eine Kiste habe ich auch nicht mehr. Jetzt aber wieder... Und das soll ja eigentlich nur sozusagen das Ende sein. Also wenn alles andere voll ist. So. Holt er das jetzt... Hä, warum holt er das jetzt hier alles rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Kann er das da nicht reinpacken? Doch, der kann das halt auch noch reinpacken, ganz normal.
Hä? Ich bin gerade echt verwirrt. Na komm schon. Einmal Silikondioxid, danke. Warum kann er das hier nicht reinpacken, obwohl das hier mit drin ist? Kann es sein, dass er Probleme irgendwie mit dem Draw-Controller hat? Das, was ich mal ausprobieren könnte, wäre... Funktioniert es, wenn ich jetzt hier eine Chest drüber packe? Ja, das würde funktionieren. Und wenn ich jetzt einfach... Warte mal, nehmen wir mal den hier. Das so mache? Gut, dann habe ich halt immer noch das Problem, dass es... Ja, volllaufen kann und falsche Sachen anliefert. Ja gut, dann würde ich sagen, ich mache die Folge jetzt mal zu Ende. Wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, dass der anscheinend hier einige Sachen nicht reinpacken kann, warum auch immer, der Drawer Controller, muss ich das vielleicht von vorne machen? Sieht nicht danach aus. Oh, ich habe hier noch gar keine Servo reingepackt. Mach es mal so rum. Ja, das sollte locker reichen. Aber Kohle packt er da rein. Obwohl Kohle halt genauso wie Oxygen auf der gleichen Höhe ist. Packt er den Hydrogen hier auch rein? Na, packt da Hydrogen hier rein. Hä? Packt er jetzt hier alles rein? Jetzt ist Oxygen hier noch drin? Ich verstehe es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Gut, wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es mir gerne sagen. Ich bin wirklich ratlos. Aber erstmal, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, vor allem wenn ihr euch damit auskennt, warum das jetzt nicht ging, aber irgendwie jetzt doch, aber nur von, hä? Okay, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.